Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Midnight Puppeteer. Und wir müssen den Schatten weiterverfolgen, aber erstmal ist hier noch ein Zettel. Um die Wahrheit zu erfahren, folge den Schatten. Oder folge Schatten. Okay, das machen wir ja bereits. Schauen wir mal. Was? Ein Billardtisch. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir waren beim Western-Bücherregal. Oh Gott, ich kann nicht mehr lesen, was ich da geschrieben habe. Ach, Klassenzimmer. Roter Teppich. Ah, okay, da ist ja auch der Schatten. Der sich nicht so recht entscheiden kann, was er will. Okay. Da ist auf jeden Fall noch was an der Wand. Ich kann mich noch nicht bewegen. Immer noch nicht. Oh, ich muss mal mein Wörterbuch öffnen, falls irgendwas kommt. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Was haben wir da? Ein Touchpanel ist an der Wand. Einen Code eingeben. Oh, da habe ich noch nichts. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, der Code hat nicht funktioniert. Ich erinnere mich jetzt auch spontan nicht an einen fünfstelligen Code. Also er ist hier... Ah, das war... Genau. Da stand Zellen, Tür und dann Sofa. Ja, cool. Ach du Scheiße. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Dafür, dass das Spiel bisher so relativ fröhlich war, ist das ganz schön krass. Ein Stück Papier. Langsam schnell. Ach, das sind die Umrisse der Uhren. Okay. Langsam schnell. Das könnten die vier Uhren sein, die in dem einen Raum nebeneinander hingen. Aber was soll dann langsam schnell heißen? Also die Zahlen waren jedenfalls, also es war 10 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, 7 Uhr in dieser Reihenfolge gewesen. Das wären 5 Buchstaben, Quatsch, 5 Nummern. 10, 8, 9, 7, 1, 0, 8, 9, 7. Hä, aber was soll von langsam zu schnell sein? Okay, mehr ist da nicht. Wir gucken uns hier nochmal ein schimmeliges Sofa. Wie viele Fernseher kann so ein Anwesen haben? Hey, ich wollte auch gern meinen eigenen Fernseher haben. Denkst du, ich kann einen mit nach Hause nehmen? Auf keinen Fall. Du kannst doch die Sachen nicht einfach mitnehmen. Das ist Diebstahl. Hm, wirklich? Was ist dann mit diesem Schläger und dieser Pflanzenkanne, dieser Wasserkanne und... Sagst du gerade etwas? Nee, gar nichts. Stimmt, das haben wir alles mitgehen lassen. Okay, das ist leer. Ist hier irgendwas, wenn ich mir... das noch anschaue? Nein. Da haben wir uns auch alles angeguckt. Ich schaue nur noch mal. Die Ecken des Teppichs. Ich habe davon voll das Trauma. Das habe ich nie hochgeladen. Ich hatte mal ein Spiel. Da habe ich ewig gesucht, wie es weitergeht. Und letztlich hatte das mit einer Ecke vom Teppich zu tun, die man hätte aufheben müssen. Okay, also ich würde sagen, hier ist nichts weiter. Aber wie ist das gemeint von langsam zu schnell? Also ich probiere mal, was könnte man denn ausprobieren? Also einmal die normale Reihenfolge, wie es da hing. So, 8, 9, 7. Okay, das hat nicht funktioniert. Und wenn ich jetzt das Kleinste nehme, 7, 8, 9, 10. Oder vielleicht 0, 1, 7, 8, 9. Scheiße. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen uns das nochmal anschauen. Die Uhrenreihe. Aber ich schätze mal, dass es darum geht. Würde ich jedenfalls denken und hoffen, weil sonst wäre ich ein bisschen überfragt. Aber auf jeden Fall, also die Umrisse waren definitiv diese Uhren, die hier schon die ganze Zeit in dem Anwesen hängen. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Und es passt perfekt, es sind genau 4 Uhren. Aber ich weiß halt nicht, was das mit langsam zu schnell auf sich hat. Schauen wir nochmal. Ah, okay. Diese Pendel unten dran. Oh, welches läuft da langsamer? Ich glaube, das dritte läuft am langsamsten. Das wäre also 9. 9. Dann definitiv die erste. Also 10. Dann würde ich sagen, die zweite läuft dann am schnellsten. Und dann die letzte. Okay, also 8, 7. Puh, okay. Also es war ganz normal, dass wir nochmal nachschauen mussten. Hab mir schon Sorgen gemacht, dass ich irgendwas nicht raffe. Naja, es hätte mir natürlich auffallen können. Aber wem fällt sowas schon auf? Ja, wahrscheinlich ist es euch aufgefallen. Ja, ich weiß, ich weiß. So, dann wird das ja wohl gehen mit 91087. Sehr schön.
Also, wo war das denn jetzt gewesen? Hier entlang? Da an der Wand, ne? Ja. Okay, ne, 9, 1, 0, 8, 7. Super, das sieht doch gut aus. Ein cooles Haus. Oh, das sieht ein bisschen gruselig aus, ein bisschen wie ein Geist. Ah, ich hab schon eine Idee. Damit könnten wir doch den pinken Panda dekorieren. Wenn wir das da vorhängen, sieht das bestimmt... Ja, dann passt das bestimmt perfekt. Was ist das? Ein Glas? Ein Fensterglas? Da ist ein weißes Design auf der Oberfläche. Was soll das denn sein? Findest du nicht? Das sieht aus wie... Du weißt schon? Wie was denn? Du weißt schon, dieses Ding, diese Kreatur da. Welche Kreatur? Jedenfalls, das könnte für irgendwas nützlich sein. Ich werde es mitnehmen. Yay! Doch, 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 ich weiß schon perfekt, wofür das ist. Keine Zweifel, wow. Komisch, das Item wurde richtig ausgewählt da oben, ne? Also, nee, wie soll ich sagen? Also, sonst stand das da nur geschrieben und hier hat es ein richtiges Symbol. Vielleicht, damit man es erkennt. Mal gucken, wenn wir hier reinlaufen, ob das vielleicht... Ja, naja, vielleicht ist das wirklich so ein bisschen so gedacht. Okay, also das ist das Gemälde. Genau, dann machen wir das Glas drüber. Ja! Ja, das schaut schon viel mehr nach einem Panda aus. Ups. Okay, ich schätze mal, hier drüben ist aufgegangen. Da war ja noch nicht der Weg frei. Yay! Super. Oh. Das ist nicht so schön hier. Ups. Hilfe! Oh Gott. Ich gehe mal hier lang. Ha! Genau, ich hab's voll durchschaut. Oh, eine Tür. Okay. Da ist ein Symbol an der Wand. Wie angenehm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und eins in der Mitte. Ich weiß nicht, ob es auch eine Bedeutung hat, wo die sind mit diesen Streifen. Seht ihr das da? Okay, darf ich nicht vergessen. Hier ist dieses Symbol mit den Augen. Irgendwie wird das schon noch eine Bedeutung haben. Hier, sieht aus wie heißt das, ein Totenkopf, oder? Vielleicht geht da auch nur meine Fantasie mit mir durch, aber ich finde, es sieht aus wie ein Totenkopf. Gehen wir erstmal hier lang. Scheiße, hier unten ist sowas wie ein Gefängnis. Ein Kerker. Das ist aber nicht so gut. Huch, 12? Hier scheint eine Zahl zu sein. Oh, da ist ein Zettel, aber an den kommen wir nicht ran. 12, 3. Warte mal. Das könnte ein Mal sein, wenn es ein X darstellen soll. 12 mal 3 minus 6. 12 mal 3. Oh Gott. 24, 36, 30. Okay, wir haben jetzt eine Zahl. Juhu! 30. Wofür könnte das stehen? Ich glaube, ich schreibe es mir lieber auf. Sogar diese kleine Zahl werde ich vergessen. Komme ich hier auch nicht lang? Nein, ist alles versperrt. So, ich schreibe mir das mal kurz auf, aber ich muss mir eine neue Seite aufmachen in meinem Heft. So, 30. Okay. Weiter geht's. Ich weiß auch nicht, mir gefällt das Spiel richtig gut. Es ist irgendwie so, ja, die Rätsel treiben einen so richtig voran. Und ich finde, es sind auch bisher immer gute Rätsel gewesen. Also nicht irgendwie so unlösbares, aber auch nicht zu einfaches. Fand ich echt gut bisher. Das könnte eine Fledermaus sein, aber dafür benötigt man dann schon eine ganze Menge Fantasie. Okay, hier scheint nichts zu sein. Hier ist wieder eine verschlossene Tür. Hier würde ich sagen, ergibt der Boden kein Muster. Oh Mann, das ist alles versperrt. Voll doof. Okay, hier ist noch... Halt. Lasst mich raus, ich will Mom und Dad. Oh Scheiße, vielleicht wurden hier die armen, verschwundenen Kinder gefangen gehalten. Aber ich will auch gar nicht wissen, welche Rolle sie bei dem Ganzen spielt. Ihr habt natürlich total recht. Was sagt das über sie aus, wenn Masper, der ja nur Teil ihrer Vorstellungskraft ist, den Vater so hasst? Das habe ich noch gar nicht so gesehen. Das ist ziemlich übel. Ein Touchpanel. 3 Digits? Ich habe nur eine 30. Scheiße. 300? Verflixt, der hat nicht funktioniert. Ich probiere noch 030. Okay, egal. Hier ist auf jeden Fall noch eine Treppe. Wir sind draußen. Wir sind in einem großen Garten. Scheinbar. Oh, da ist eine Tür.
Ach, scheiße, ist versperrt. Hier ist alles zu. Oh nein. Nein, was ist das? Das sieht nach... Ach so, reset the positions. Ah, okay, ich verstehe. Ja gut, war jetzt nicht notwendig gewesen. Oh nee, das ist so ein Schiebelabyrinth. Och nö, ich hasse sowas. Ach so, die rote Kugel kann man wahrscheinlich diesen Abgrund hinunterrollen. Weil anders würde man ja gar nicht hinkommen. Wenn ich die von unten nach oben rolle, wäre der Weg ja versperrt, oder? Ich speichere mal. Ach so, hier rüber. Weil ich werde das bestimmt vermasseln. Also die ist da in der Ecke ja gut aufgehoben. Die da auch, weil da müssen wir nicht mehr lang. Hier habe ich keine andere Wahl als erstmal so. Und ich habe auch keine andere Wahl als nochmal so zu machen. So, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, ja? Wartet mal, aber die macht sich da ja auch nicht schlecht in der Ecke. Die kann mir da nichts mehr anhaben. Hm. Das ist richtig schwer, finde ich gerade. Wenn ich die dahin mache. Also, ich probiere es mal aus. Wenn ich die dorthin mache. Und dann diese hier dorthin. Dann komme ich hier vorbei. Dann komme ich hier vorbei. Hm. Wenn ich die da hinschiebe, ist aus. Da, also die hier unten. Aber wenn ich die da oben wegschiebe, ist es auch aus. Und wenn ich die da oben wegschiebe, ist es auch aus. Scheiße. Nee, das sah nicht gut, glaube ich. Okay, so geht das nicht. Also, ich mach nochmal resetten. Oh je. Na, das kann dauern mit Nessie. Ich kann hier auch mal den Zeitmarker setzen. Nee, halt, so. Okay, das ist schon mal richtig. 100% ist das richtig. Und das ist auch 100%ig richtig, weil es gibt gar keine andere Möglichkeit. So, und hier muss ich 100%ig auch zweimal machen. Ja, ich bin nur gerade am Überlegen, ob ich das hier speichern soll. Aber ist auch blöd, da muss ich jedes Mal laden, das ist scheiße. Also, so, jetzt mal gut überlegen, ja? Also das muss ich doch auch in die Ecke, ist doch klar. Würde ich denken, dass es klar ist zumindest. Tja. Ja, ich komme da ja nicht ran. Und wenn es da ist, ist es vorbei. Dann kriege ich es ja nicht dahin zurück. Lass mich mal überlegen. Also ich probiere mal einfach was aus. Mhm. Okay. Stört jetzt nicht so dolle da in der Ecke. So. Jetzt komme ich zumindest hier durch. Aber das bringt nicht wirklich was. Ach doch, es bringt sehr wohl was. Sekündchen mal. So. Ha, ich glaube, ich hab's. Ja, ich hab's. Meine Güte. Cool, ein Schlüssel. Den nehmen wir natürlich. So, jetzt müssen wir aber auch wieder rauskommen, ne? Aber ich denke, das wird gehen. Ja, super. Das hätte ich nicht von mir erwartet. Ich dachte, jetzt brauchen wir wirklich hier 10 Minuten oder so. Super. Ach Quatsch, was will ich denn an dem Teil? Ich dachte eben, das wäre der Speicherplatz, warum auch immer. So, dann speichere ich jetzt aber mal sowas von. Gut. Ach so, muss ich ja auswählen. Habe ich schon wieder vergessen. Super. Aha. Sehr alte, vergilbte Schränke, würde ich sagen. Ah, Fragezeichen mal Ausrufezeichen ist der Passcode. Ah, die 30, die wir ausgerechnet haben, ist das Fragezeichen. Das heißt, irgendwo ist noch eine Rechnung, wo das gleich mal... wisst ihr, was ich meine? Also, ja, genau. Also, was muss man damit machen? Multiplizieren, okay. Aber wo ist ein Ausrufezeichen? Was ist das? Eine Schaufel? Cool. Eine Schaufel. Ich will die mal aus. Mal gucken, ob irgendwo was... Ah, hier. Hä? Was soll das sein? Ist das eine 2? Soll man hier schaufeln? Ich glaube, es ist eine 2. Also 2 mal 2 mal 2. Also 2 mal 2, 4 mal 2 sind 8. Und 8 mal 30? Boah, Leute. Okay, warte. Lasst es uns lieber andersrum machen, ja? Wo ist eigentlich mein Stift hin? Wir machen es andersrum. Also. Halt. Hier hatten wir jetzt 8. Und dann müssen wir 8 mal 30 und dann machen wir einfach 10 mal 8 mal 3. Das ist für mich einfacher. Dann haben wir nämlich 80, 160, 240. So, okay. Mann, oh Mann, oh Mann.
Aha, das ist also... Halt, 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 ach so. Ah, nee, der ist schon vernutzt, also benutzt. Also der ist jetzt weg, scheinbar, der Schlüssel. Einmal benutzen reicht. Häufiger geht nicht. So, ist da sonst noch was? Nee. Na gut, dann würde ich sagen, gehe ich wieder raus. Und dann gehen wir rüber und geben den Code ein, ne? Mal schauen, was dann passiert. Vielleicht öffnen sich dann alle Zellen. Könnte, also wäre zumindest logisch. Wo ist denn jetzt? 240, ne? 240. Ah, sehr gut. Alle Zellentüren gingen auf. Super. Dann schauen wir uns doch jetzt nochmal alle Zellen an. Wobei nicht in allen was ist. Außer hier ist irgendwas vergraben und ich muss so drücken, 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 drücken. Aber ich glaube nicht. Ich habe es eben einmal probiert. Ich habe die ganze Zeit gedrückt, um das zu benutzen. Hier kamen wir ja... Ach nee, hier ist noch eine Zelle. Stimmt. Aber hier ist auch nichts. Und in der waren wir ja drin, oder? Glaube ich jedenfalls. Außer diese Muster hier auf dem Boden haben doch noch was damit zu tun, was möglicherweise in den Zellen vergraben ist. Das könnte natürlich noch sein. Weil irgendeine Bedeutung muss die Schaufel ja haben, dass wir die einsammeln konnten. Also hier war auf jeden Fall in einem Raum mindestens noch ein Zettel gewesen. Den muss ich jetzt nur wiederfinden, diesen Raum. Ja, da. Okay, was haben wir denn da? Das Berbergebäude ist voller Fallen wie ein Labyrinth aus roten Steinen. Und ein Schloss, das durch Vasen deaktiviert wird. Dort sollen scheinbar vor allem Kriminelle festgehalten werden. Das passt zu dem Geschmack ihres Anführers? Ich glaube, ich habe zu schnell gelesen. Wartet mal ganz kurz. Nochmal bitte. Ah, okay. Ich habe es falsch gelesen eben. Also es ist nicht gerade so, als würden sie Kriminelle festhalten wollen. Stattdessen entspricht dieses Gefängnis eher den Geschmäckern ihrer Anführer. Es gibt mehrere, also über 100 solcher Einrichtungen. Und selbst die Anführer der Sekte haben scheinbar Schwierigkeiten damit, alle Hürden zu überwinden. Manche sind sogar lebensgefährlich. Insbesondere das Suspended kann ja aufgehängt sein oder das abgeschaffte C und aber die Notiz endet da. Das abgeschaffte was? Ich weiß nicht, was gemeint ist. Und vor allem, was ist uns hier eigentlich gelungen? Ach, da ist noch ein Zettel. Okay, ich wollte nämlich gerade sagen. Wir haben jetzt überhaupt nichts gefunden. Linkes Auge. Ah, linkes Auge des Schädels. Okay, da müssen wir graben. Cool. Da bin ich ja mal gespannt, was sich da verbirgt. Oh, ich habe einen Mückenstich auf der Hand. Das ist voll schlimm, ne? Vor allem sehe ich den die ganze Zeit beim Aufnehmen und dann kratze ich mich daran. Links von ihm aus gesehen oder von mir? Von ihm aus gesehen. Okay, der Boden ist hier weich. 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 Masper hat gar nichts mehr gesagt. Connecting Passage Key? Wo war denn noch ein... Hä? Jetzt weiß ich gar nicht, wofür dieser Schlüssel ist. Lass mich mal ganz kurz überlegen, ja? Ach, ach, ach! Da drüben, ja stimmt. Okay, dann müssen wir wieder runter. Ach Mensch, habe ich total vergessen. Ich kann ihn ja schon mal auswählen. Stimmt, da war die Tür ja noch zu. Connecting Passage, das hört sich ja an, als würde es noch ein zweites Anwesen oder so geben. Das ist aber nicht gut hier. Wir müssen doch Fatih finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die ganzen Rätsel gelöst hat und die wurden dann wieder zurückgesetzt. Sehr, sehr seltsam. So, hier sollte das funktionieren. Ja, Gott sei Dank. Sonst hätte ich... Oh, halt. Ich speichere nochmal. So. Was ist das hier? Keine Ahnung, aber hier ist ein Riss in der Wand. Probieren wir mal damit. Ja. Probieren wir. Hört sich gut an, aber da hinten wäre auch ein Luftschacht gewesen wieder, ne? Ein Lüftungsschacht. Müsste es ja eigentlich auch durchgehen. Huch. Oh, nicht ein Kratzer. Ich schätze, wir brauchen etwas Stärkeres. Etwas Stärkeres, okay. Dann gehen wir wohl doch erstmal hier entlang. Vielleicht finden wir da ja was. Also das ist ja eigentlich die einzige Option, die wir noch haben. Ah, tada. Oh, was ist das da?
Die Statue von Yamamba. Da sind Räder am Fuße. Okay. Oh! Hey! So hart musst du aber nicht schubsen. Damit hast du ja den ganzen Raum zum Beben gebracht. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ich so hart geschubst hatte. Was bist du denn, eine Superfrau? Aber echt mal. Ich guck mal, ob wir da schaufeln können. Ja, super. Und? Ist da was? Oh, schade. Oh, wir können aber nochmal. Ich probiere es einfach nochmal. Ich finde, das ist ziemlich verdächtig, wenn man nochmal graben kann. Hä? Also einmal probiere ich es noch. Vielleicht lesen wir auch irgendwann eine Notiz und da steht dann, du musst 9-mal schaufeln. Hä? Okay, also müssen wir uns aber merken. Yamamba ist so süß. Wirklich? Ja, ich liebe Yamamba. Ja. Okay, das ist Schlüssel an der Rückseite. Veranda-Schlüssel erhalten. Oh, habe ich mich erschreckt. Da ist eine Schublade. Oder eine leere Holzbox. 20. September. Genau, also die lokale Polizei hatte jemanden im Verdacht, wegen der Kindesentführung, die ja geschehen war, ne? Und, okay, diese Sekte, von der auch schon in der anderen Notiz die Rede war, scheint den Namen Eye of Truth, also Auge der Wahrheit, zu tragen. Okay, und die haben sie dann besucht, die Polizei. Genau, und viele Leute umzingelten das Gebäude und beobachteten die Suche. Ach so, von der Presse, klar, die wollten wissen, ob es klappt. Aber die Suche wurde viel früher als erwartet beendet und die Ermittler erschienen wieder aus dem Gebäude und waren total verwirrt scheinbar. Die Polizei berichtete später, dass sie nicht bestätigen konnten, dass es dort Fälle von Kindesentführung gab, aber vieles bleibt unerklärt. Okay, sehr seltsam. Ih, da sind tote Insekten in der Schublade. Ugh, das ist wirklich irr. Die Bücher sehen ziemlich kompliziert aus. Ist sehr interessant. The Eye of Truth. Eine Sekte. Hier haben wir auch etwas an der Wand. Vorsicht vor den Krähen. Oh nein. Und das sind Kristalle, die in der Dunkelheit schweben. Ah, ich speichere irgendwie nochmal. Ich weiß auch nicht wieso. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Was ist das denn? Was? Nein, ich weiß nicht. Wieso ist da so ein Ausrufezeichen? Das ist ein Seil an der Säule befestigt. Wartet mal, ich will noch wissen, was da ist, okay? Ich habe ein bisschen Angst, dass das nicht gut ist. Beobachtungstagebuch. 9. Oktober. Ich habe gerade Castella auf der Veranda gegessen, als ich von Krähen attackiert wurde. Die Krähen scheinen süße Dinge zu mögen. Heute war ein Erdbeben der Stufe 4. Alles, was an der Wand hing, fiel hinab. Okay, das waren scheinbar zwei Hinweise. Wir können etwas so stark treten, dass der ganze Raum bebt. Das sollten wir uns merken. Und Krähen mögen Süßes. Verandaschlüssel? Verandaschlüssel? Was ist das? Ein Hammer. Ja, den nehmen wir mit. Wir haben einen Hammer. Und das ist ein Birdfeeder, also da können wir das Essen für die Vögel drauf machen, aber wir haben nichts Süßes, was wir denen geben könnten. Ich würde sagen, ich probiere noch das Seil aus, bevor wir die Folge beenden, weil ich habe ehrlich gesagt kein gutes Gefühl dabei. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ganz schief laufen wird, wenn wir das machen. Wegen der Krähen. Und? Ich wusste es. Bitte tu das nicht, Krähe. Scheiße. Bloff. Game over. Das war ja klar. Oh, das geht ja schnell weiter. Okay, dann würde ich sagen, wissen wir ja, dass wir jetzt wahrscheinlich mit dem Hammer die Wand einschlagen können. Also geht es dort dann in der nächsten Folge von Midnight Puppeteer weiter. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.